Sie ist voll guter Hoffnung. Sie fühlt ihre Hoffnung täglich. Sie trägt ihre Hoffnung in die Welt. Die Welt in wenig Zeit für die Hoffnung. Aber einige Menschen lächeln bei ihrem Anblick. Dann legt sie die Hände über ihre Hoffnung und lächelt ganz leise. Innen. Bis die Erde zu beben beginnt. Die Erde kehrt ihr Innerstes nach außen. Die Erde zu beben. Der Berg bricht auf. Die Erde kehrt ihr Innerstes nach außen. Er wird Feuer und Sturm. Sein Kreisen ist furchtbar. Feuer und Sturm. Er bedeckt die Welt mit Schlamm. Die Erde ringsum mit Schlamm. Der Schlamm ist gnadenlos. Der Schlamm wird zum Massengrab für über 20 Jahre. Der Schlamm wird zum Massengrab. 20.000. Mitten in den Schlamm und den Tod, gebiert die Hoffnung das neue Leben. Die Hoffnung hat viele Hände, starke Hände. Die 5 Meter hohen Schlammmassen, starke Hände, geben das neue Leben. Die 5 Meter hohen frei. Geben das neue Leben. Bis die Erde zu beben beginnt, die Erde kehrt ihr Innerstes nach außen, der Berg bricht auf, gebiert Feuer und Sturm, sein Kreisen ist furchtbar. Er bedeckt die Welt mit Schlamm, die Erde ringsum wird Schlamm. Der Schlamm ist gnadenlos. Der Schlamm wird zum Massengrab für über 20.000. Hoffnung auf Leben. Die Retter halten das Bündel Mensch im Himmel. Es ist bedeckt mit Urschlamm. Vom Beginn der Schöpfung. Hoffnung, sie nennen es auf Leben. Esperanza. Leben.